Jo, da sind wir wieder. Heute mit dem Rückspiel gegen Real Madrid bei Let's Play Fußball Manager 13 natürlich. Viertelfinalrückspiel in der Champions League. Danach geht's gegen den HSV, wo wir die deutsche Meisterschaft klar machen können. Hinspielsieg 6-1 gegen den HSV. Aber das soll uns erstmal nicht interessieren. Jetzt geht es erstmal nur gegen Real Madrid. Die Mannschaft haben wir schon aufgestellt. Wir werden nochmal mit der Mannschaft reden vor diesem wichtigen Spiel. Wir sind noch nicht noch ein paar Kandidaten. Isco zum Beispiel können wir nicht reden. Reden halt mit Härtner, hat gut trainiert. Hat sich sehr verbessert, das können wir Ihnen sagen. Freut sich über das Lob, wunderbar. Clemens, was hat er für Ziele? Möchte fair bezahlt werden. Ja, von dir möchte ich aber auch gerne höhere Ziele sehen. Akzeptiert das. So, Hofmann. Ebenfalls hat sich sehr verbessert in dieser Saison. Worte zu schätzen. Gewinnt 5 Moralpunkte, wunderbar. Ist Kumarasch können wir nicht, haben wir schon gesagt. Garic, super, letztes Spiel mal wieder. Immer wenn der spielt, der ist sowieso so ein zuverlässiger Typ. So, wer hat hier noch? So, Hildebrand hier. Gut trainiert. 3 Moralpunkte. Was haben wir noch? Hünteler. Rede mal mit Isco, warum? Warum soll er mit Isco reden? Mannschaftsführung ist klasse. So, Ullrich haben wir, Rakowski. Draxler trainiert sensationell. Ja, dann haben wir die Mannschaft auch schon wieder abgehakt. Und dann geht's gleich weiter gegen Real Madrid. Also, das wird ein überragendes Spiel werden. Oder was wird ein spannendes Spiel werden? Überragend wird es, glaube ich, nicht werden. Und schön bestimmt auch nicht. Aber wir wollen mit aller Macht ins Halbfinale. Die sind sogar etwas schwächer jetzt momentan. Andere Top-Spiele, Barca gegen Arsenal und City gegen Everton. Menu gegen Marseille ist dann auch noch dabei. So, was haben wir hier denn? Was ist denn mit der Fitness los? Leute! Ich muss langsam merken, dass die Spiele schleifen, ne, glaube ich, aber so geht es aber nicht. Wie sieht es denn im Training aus hier eigentlich? Entweder der Spieler, eigentlich alle, ja gut, die sind ein bisschen. Haben ein bisschen wenig. 60% hat der August los gehabt. 70, na, machen wir ruhig auf 80 wieder. Wenigstens. Rakowski hat eigentlich 100% drin, weiß nicht warum er ja ein bisschen wenig spielt, bestimmt. Ist abgeschlossen, okay. So Leute, dann geht's los mit dem Spiel in Real Madrid. Champions League, Viertelfinal, Rückspiel. Wir wollen das Halbfinale. Eigentlich wollen wir den Titel verteidigen, ne, aber ist egal. Los geht's. So, was haben wir in der Mannschaft? Wir kommen weiter. Anpfiff in der Champions League, die erste Ecke gehört Schalke. Draxler führt aus, schwierige Kopfball von Hofmann. Casillas geht aber nochmal sicher und klärt zur Ecke. Und das ist 1-0! Das Auswärtstor, das so wichtige Auswärtstor durch Philipp Hofmann. Haben wir echt draufgelassen? Ich dachte, ich hätte Bettner aufgestellt, aber okay. Philipp Hofmann durch sein Tor in der Bundesliga hat es wieder reingespielt. Hünteler verlängert die Ecke, geschickt auf Hofmann, der aus 7 Metern. Einköpft, das wichtige Auswärtstor für Schalke ist gefallen. Und da fällt gleich das 2-0. Was ist denn hier los? Klaassen Hünteler, 6. Minute, Doppelschlag Schalke. Die Abwehr von Real köpft eine Flanke von rechts zu kurz in die Mitte weg, wo Boateng an den Ball kommt und schießt. Hünteler kann den schwachen Schuss aufnehmen und unbedingt ins Tor schießen. Jetzt Real erstmal. Ein Schuss von Cristiano Ronaldo wird nur abgefälscht. Verfehlt das Tor nur knapp. Ecke Ronaldo, tolles Luftduell zwischen Higuain und Hövedes. Nein, Ecke von Ronaldo. Hab ich doch schon gesagt, na gut. Am Ende kann sich Hövedes durchsetzen und die Gefahr per Flugkopfball gerade noch so klären. Aber schick geklärt per Flugkopfball natürlich. Jetzt taktisches Foul von Cristiano Ronaldo. Der muss einen Fehler nämlich von Luka Modric ausbügeln und handelt sich daher durch einen Foul an Uschida eine gelbe Karte ein. Ja, da wollte Uschida wohl durchschaden, würde ich sagen. Schalke ist immer wieder mit hohen Flaggen auf die beiden Stürmer, Hünteler und Hofmann im Angriff. Jetzt kommt Real nochmal. Ecke von Ronaldo, die stellt für Arthur im Tor von Schalke aber keine Probleme da. Nächste Chance für Schalke, 21. Minute. Hövedes passt auf Draxler. Der von der linken Seite sofort hoch und weiterleitet. Überwindet Casillas. Doch, er befand sich diesmal im Abseits. Schade, das wäre es natürlich gewesen. Doppelpack von Hofmann in der Champions League. Hünteler kreuzt die Laufwege mit seinem Kollegen Hofmann. Und die Verteidiger der Madrilenen schauen interessiert zu, wie Hünteler einen Pass von Draxler annimmt und per Vollspannschuss nur knapp neben das Tor setzt. James Rodriguez schlägt den Ball flach nach innen, aber moralisch. Ist äußerst aufmerksam, sichert den Ball rechtzeitig vor Gonzalo Higuain. Also ein offenes Spiel jetzt hier, beide Mannschaften mit Chancen. Schalke allerdings schon mit 2 Toren vor, insgesamt 3 Tore sogar. Real muss erstmal 3 Tore schießen jetzt. Um überhaupt nochmal eine Chance zu haben. Ne, dann sind sie weiter. Ne, Quatsch, wenn sie 3 Tore schießen,
sind wir weiter, wo wir mehr Auswärtstore haben. Freistoß Hünteler. Aus 25 Metern hämmert der Kapitän von Schalke den Ball aufs Tor. Kassiert Klär zur Ecke. Die führt Draxler wieder aus. Hofmann und Zuma steigen zum Kopfball hoch. Aber Zuma kann sich durchsetzen. Kassiert muss nicht eingreifen. Gangart von Real wird jetzt rauer. Naja, sollen sie mal ruppen wieder. Können ja wieder eine Einlage legen. Und die Maria wieder. Ach nee, die Maria spielt dann heute gar nicht. Draxler mit einer Chance zum Flanken, aber kurz Zuma köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Und das ist Halbzeit. 2-0 Führung für Schalke zur Pause. Das sieht nach Halbfinale aus. Das riecht nach Halbfinale. So, was sagen wir unseren Leuten? Eine gute erste Halbzeit haben sie ja schon gemacht. Spielergespräche, nee, da haben wir Hauptzeit sprachen. Da müssen wir gehen. Konzentriert euch und wir sind in der nächsten Runde, Leute. Da darf eigentlich nichts mehr anbrennen hier gerade. Die müssen jetzt 4 Tore schießen. Arthur, wieder mal gut. Hofmann und Hünteler beide, die Tore erzielt haben. Frühe Tore. Boateng stark, Goretzka stark. Also, keiner ist, glaube ich, mehr für dieses Finale einzuziehen als wir. Massage. Massage. So, weiter geht's. Mit der Partie. Im Santiago Bernabeu. Wir sind auch klar stärker als Real Madrid. Also wenn wir schon stärker als Real Madrid sind, ist ein Ding. Contrao sieht gelb mit Trikotzopfens. Hofmann dreht sie um Contrao rum, der dafür das Trikot testet. Hat das denn bestanden, der Test? So, Schalke nochmal. Price passt auf Draxler, der von der linken Seite sofort zu Hofmann weiterleitet. Der windet schon wieder Casillas, aber fand sich schon wieder abseits. Das zweite Abseitstorschuss von Hofmann. Nächste Chance für Schalke. Draxler mit einem Übersteiger auf dem Flügel. Seine Flanke kommt hoch und weit und genau auf die Brust von Klaas Hünteler. Der sich den Ball zunächst schön vorlegt, aber dann doch in die Wolken schießt. Und wieder Schalke. Ecke, Draxler, Hofmann schlägt den Kopfball hoch. Aber Contrao, für das Innenverteidiger hier, ist im Moment eher am Ball und kann die Ecke von Draxler klären. Nochmal Draxler, schlägt den Ball flach nach innen. Aber Kassiert ist da alles aufmerksam und sichert sich den Ball rechtzeitig vor Klaas Hünteler. Also jetzt Schalke hier im Angriff. Wir drängen auf die Entscheidung, auf das 3-0. Dann ist nämlich alles klar hier. Dann hat Real gar keine Hoffnung mehr. Obwohl langsam schwinden die Hoffnung von Real natürlich. Jetzt auf den Anschlusstreffer Özil. Na, zwei Spieler von Schalke, sein Heimatverein. Zieht aus 10 Metern ab, aber zieht aber knapp links vorbei. Klare Abseitsstellung von Higuain. Luka Modric setzt sich da schön durch. Also dann passt es im rechten Halbfeld. In die Mitte kommt ein Tick zu kurz und zu spät. So, Sami Khedira kommt jetzt rein für Luka Modric. Gutes Passspiel von Schalke über 4 Stationen. Läuft die Kugel direkt gespielt durchs Mittelfeld. Boateng wird dann letztlich von Özil der abgedrängt. Dass er den Ball verliert und wir können jetzt langsam wieder auswechseln für Philipp Hofmann. Hofmann wird durchspielen. Für Hündeler kommt Bentner rein. Für Clemens kommt, für Draxler. Ja gut, das ist immer der Doppelwechsel, den durchziehen. Ja, da kommt Karim Benzema für Gonzalo Higuain ins Spiel bei Real. Clemens. Draxler wird ausgewechselt, für ihn kommt Clemens. Wunderbar. Und Hünteler, ja gut. Wiederholen mich da bei dem Wechsel immer gerne sehr oft. Ich weiß. So, einen hohen Sieg für Real wird es nicht mehr geben. Das ist, glaube ich, definitiv so. Clemens schießt jetzt aus 17 Metern aufs lange Eck. Kassiert halt nachfassen, kurz darauf pariert der Keeper einen Schuss von Niklas Bentner. Kiri Simirov kommt rein. Wir werden noch einen Wechsel vollbringen. Büttner wird nochmal geschont für Spiel gegen Hamburg. Für ihn wird Sebastian Hertmann in die Partie kommen. Und dann sieht es wohl ganz nach Halbfinale aus. Nee, das ist das Halbfinale, da lege ich mir jetzt fest. Da gibt es nichts mehr dran zu bezweifeln, dass wir hier nicht ins Halbfinale einziehen werden. Jetzt nochmal die Chance vor uns, alles klar zu machen. Und es ist alles klar. Schalke steht im Halbfinale der Champions League durch den Doppelpack von Philipp Hofmann. Nach einer weiten Kopfballvorlage von Christian Clemens steht Hofmann völlig frei vor Iker Casillas. Schiebt trocken ein, keine Chance für den Schlussmann. Und wieder ein typisches Hofmann-Tor. Stand da wohl wieder zwischen den beiden Innenverteidigern und steht damit dann auch immer völlig frei. Grenzwertiges Tackling. Klärt PP. Schalke spielt jetzt die Zeit hier souverän runter, genau. Lassen wir Real Madrid laufen, wir nehmen eine Kontrolle. Schönes Kombinationsspiel von Schalke über verschiedene Stationen läuft der Ball schnell durchs Mittelfeld, aber Goretzka wird dann letztlich von Kurt Zuma mit vollem Körpereinsatz sehr abgedrängt, dass am Ende den Ball verliert. Nochmal Schrank Schalke, erneut prüft Goretzka Casillas eine abgerutschende Flanke. Allerdings diesmal, dabei senkt sie bedrohlich aufs Tor der Madrilen, doch Iker Casillas macht einen Schritt zurück, fängt ihn bombensicher ab. Casillas also der beste Mann. Jetzt nochmal Real. Das Ehrentor bleibt ihm verwehrt. Arthur nochmal mit der Glanzparade. Nach langer Zeit mal wieder Madrid. Khedira mit einem weiten Pass auf Karim Benzema. Der stoppt den Ball mit der Brust, dreht sich blitzschnell um Kirchhoff und schießt sofort. Der Schalker Torhüter Arthur Moraes ist jedoch in absoluten Glanzparade zur Stelle. Wunderbar, Arthur. Klare Nummer 1 momentan eigentlich wieder. Hat gute Spiele gemacht in letzter Zeit. So, das war's mit Madrid. Wir sind im Halbfinale der Champions League, Leute.
Wir sind auf einem sehr guten Weg beim Projekt Titelverteidigung. So, sieh an, Clemens, bester Mann. Eine Torvorlage? Ja, doch, die Tor, das Tor hat er vorgelegt, genau. Oh, ein Tor hat er erst gemacht für uns. 4 Vorlagen in der Liga, eine Vorlage in der Champions League. Christian Clemens. Ja, Note 1. Bendner auch noch mit guter Leistung. Stärke 80. Hofmann, glaube ich, hat ihn, glaube ich, gerade überholt. Denke ich mal, ja, Hofmann. So, Hünteler ebenso. Hat er jetzt eine 90, der Hünteler? Ja, der hat eine 90. Wuhu. Unglaublich. Boateng, Note 2,5, auch eine Torvorlage geleistet. Kevin Prince mal wieder, super. Kommt auch wieder zurück nach seiner Suspendierung. Gut, er war auch so schon in Form, ne? Und Arthur? Bleibt bei Stärke 81 hängen. Schade, schade. Dachte, er wird nochmal richtig aufdrehen. Der gute Arthur. Na, aber na gut. Wir haben Real wieder eines Besseren belehrt. Kassier ist der beste Mann da noch. Stärke 84 immerhin. So, Herden hat er da keine Note mehr bekommen. Jo! Damit können wir uns jetzt auf die Bundesliga konzentrieren. Und da steht nämlich das Spiel gegen HSV an. Halt, nee, erstmal gucken wir hier noch auf die anderen Ergebnisse. Barcelona gewinnt das Rückspiel zu Hause im Camp Nou deutlich mit 13-0 und zieht damit souverän ins Halbfinale ein. Marseille 4-1 im Hinspiel, jetzt 1-0 im Old Trafford verloren. Steve Mandon da mit dem Eigentor beim Aufseiten von Marseille. Damit 1-0 Sieg für Man U. Wir haben uns klar durchgesetzt, 4-0 insgesamt mal wieder. Everton sowieso schon so gut wie raus mit einer 0-4 Niederlage zu Hause gegen City. Im Etihad Stadium haben sie auch keine Chance gehabt. Konnten zwar ausgleichen kurz vor der Pause durch Steven Naismith, nachdem Javi Garcia das die Führung erzielte. Alaba und Nasri machten alles klar. 3-1. Also. So, 2 englische, eine deutsche, eine spanische Mannschaft im Halbfinale der Champions League. Wir sind mal wieder unter den besten 4 Europas gekommen, zum zweiten Mal in Folge. Können wir auch zum zweiten Mal in Folge als erste Mannschaft überhaupt den Champions League Titel holen? Das ist die große Frage. Wir schauen auf die Auslosung zum Halbfinale. Der FC Barcelona trifft zu Hause auf den FC Schalke 04. Was für eine tolle Begegnung. Wir fahren ins Camp Nou. Und damit das Duell der beiden Rivalen. Man United gegen Manchester City. Was für eine klasse Halbfinalbegegnung. Wir fahren also zuerst ins Camp Nou. Das ist ja sehr schick, denn dort haben wir ja schon mal gewonnen. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern. Einmal 1-0 verloren, einmal 1-0 gewonnen gegen Barca in der ersten Saison der Champions League. Cyprian Amerika machte dort in der 90. das 1-0 für Schalke. Da bin ich ja so ausgerastet bei. Vor Freude natürlich. Ausgerastet vor Wut bin ich schon lange nicht mehr. Eigentlich selten bei Schalke. Der Baumi hat sich ja letztens an meine Zeiten von Düsseldorf erinnert. Als er selber mit dem HSV gegen Werder Bremen verlor. Jetzt spielen wir auf den HSV. Platz 7 derzeit, hat noch Chancen auf Europa League Rang. Mal schauen, ob sie das noch wirklich noch packen können mit uns. Ja, wir sind mit einem Punkt oder mit einem Sieg so gut wie, na, das heißt so gut wie, mit einem Sieg sind wir auf alle Fälle. Deutscher Meister 2015, zum ersten Mal Schalke Meister seit 1958. Das Ziel sollten wir erreichen wollen. Deswegen spielen wir auch mit der kompletten Elf, werden wir auflaufen. Keinen werden wir da schon in diesem Spiel. Pokalprämie gucken wir an, 4 Millionen haben wir eingenommen. Transfer erfolgreich, wunderbar. Jetzt müssen wir bald. Nee, noch immer noch nicht. Neue Level. Immer noch Level 6. So, es geht dann gegen Mainz im Pokal danach. Mal schauen, was das wird. Freiburg noch. Dann wieder. Jetzt haben wir 3 Heimspiele in Folge. Dann geht schon gegen Barca. Also, es wird hier richtig spannend nochmal. So, Leute. Nee, noch ist es nicht vorbei. Keine Sorge. Wir bereiten uns auf das HSV-Spiel vor. Gibt vielleicht eine kleine Überraschung. Mal gucken. Mal gucken, ob wir es im 3D-Spiel zeigen oder nicht. Ich ziehe den Spiel jetzt ein bisschen komplett ran. Lass ich mir offen. Weil Spiel mit Deutsche Meisterschaft. Sollte man das zeigen im 3D-Spiel? Ist natürlich die Frage, ne? Könnte man eigentlich? Mal schauen. 36 Tagen. Jetzt erstmal Hamburg meine Perle. Vorne Lotto King Karl. Start auf die ich kann, auf die ich schießen kann. Und zwar Boateng hat da letztes Mal zweimal in Schwarze getroffen im Hinspiel beim 6:1 Erfolg der Schalker. Hannover gegen Stuttgart und Dortmund trifft auf Wolfsburg. Die Dortmunder wollen vielleicht nochmal dranbleiben. Sind sie Hannover? Dortmund ist ja weit entfernt hier. Ne, doch nicht. Dortmund ist wieder dichter dran als Hannover. Das ist echt ein Ding. Also hier geht's hin und her. Die Bayern aber, wie gesagt, mit 16 Punkten Rückstand. Mit dem Sieg sind wir deutscher Meister.
So, Isco ist gelb gespielt. Er hat letztens noch eine gelbe Karte gesehen. Stimmt ja. Wegen der Schwalbe. Wegen der Schwalbe oder sich die fünfte gelbe ab. So ein Vogel. Gut, wir werden auf jeden Fall mit dieser Elf starten wie in der Champions League. Büttner, Price, Hübedes, Uschida, Kirchhoff, Draxler, Boateng, Goretzka, Hofmann oder doch eher Bentner. Ich bin für Bentner, weil Bentner besser in Form ist. Bentner ist zurzeit ein bisschen besser. Ansonsten lässt die Fitness hier bei ein paar Leuten zu wünschen übrig. Aber okay, so spielen wir gegen den HSV. So, abgeschlossen. Neue Fanartikel verfügbar, da haben wir abgeschlossen. Jugendspieler John O'Reilly erreicht Trainingsziel. Junge Jugendspieler entdeckt. 14 Jahre alt, Stärke 37. Jugendtrainer hat ein neues Talent. Mal gucken. Naja, doch, für die eine, für die Jugend reicht erstmal, ne? Für die C-Jugend oder was ist? Ne, B-Jugend oder 14. 14 B-Jugend, glaube ich, noch. Gut, das war's dann für heute. Beim nächsten Mal geht's weiter mit dem HSV-Spiel. Holen wir uns die deutsche Meisterschaft, ist die Frage. Fakten für heute: Wir sind im Halbfinale der Champions League. Und Real mit 3-0 geschlagen. Also, uns hält wirklich nichts mehr auf. Uns hält wirklich nichts mehr. Wir sind weiterhin ungeschlagen in dieser Saison. In der dritten Saison des Let's Plays mit Schalke. Gut, das war's für heute. Haut rein. Ciao, ciao. Macht's gut. Schönen Sonntag noch.